Draco und Scorpius fuhren gemeinsam zu seinen Eltern ins Manior. Draco hatte seinen Eltern heute Wichtiges zu verkünden. Er hasste diese grauen Mauern und versuchte schon so oft es ging, das Manor zu umgehen, aber er kam einfach nicht drum herum. Seine Eltern wollten das kalte, dunkle Schloss nicht sanieren und wie sein Vater Lucius es mal so schön ausdrückte, es bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich nichts daran ändern, Sohn. Egal, ob du hier bist oder nicht. Draco parkte das Auto etwas weiter weg von Manor, weil sein Vater diese unkonventionelle Art, sich fortzubewegen, hasste und verachtete. Es war schon immer der Meinung, dass Muggelspielzeug nichts in der Zaubererwelt zu tun haben sollten. Diese Diskussionen war Draco schon lange leid. Doch was er seinem Vater gleich zu sagen hatte, er hoffte nur, dass seine Eltern trotz der Differenzen aus der Vergangenheit mit Muggeln nicht tot umfallen würden. Im Manor erklang eine Draco seit seiner Kindheit so bekannte Klaviermusik. Wenn Narzissa abschalten wollte, sah sie dann im Musikraum mit ihrem magischen Orchester, das von Feen gespielt wurde. Sie saß währenddessen am Flügel und ihre Finger zauberten eine Melodie. Dabei wollte sie niemals gestört werden. Doch das wollte auch keiner. Die Melodie war so wunderbar berührend, dass man nun lauschen wollte. Die wahrscheinlich schönste Kindheitserinnerung von Draco. Oh, damit erweist du uns die Ehre, Sohn, sagte Lucius mit einem süffisanten Blick. Er nippte gerade an einem Blütenholundersekt und schaute lächelnd mit einem streng weißen Zopf auf seinen Neffen, der im Salon stand. Hallo, Großvater! Rief Scorpius mit einem freundlichen Grinsen auf dem Gesicht und rannte auf seinen Großvater zu, um ihn zu drücken. Draco setzte sich gegenüber von seinem Vater auf einen Stuhl, während Lucius auf seinem großen Schaukelstuhl mit seinem grünen Schaukelstuhl mit silbernen Verzierungen hin und her schaukelte. Scorpius kletterte und setzte sich auf Lucius Schoß. Dabei musste Draco sich ein Lachen verkneifen. Zu seiner Kindheit hätte er wahrscheinlich eine Ohrfeige bekommen, hätte er es getan. Draco hatte das Gefühl, als wäre er schon mit 7 erwachsen gewesen. Doch Scorpius war anders als Draco, auch wenn sie sich zum Verwechseln ähnlich sahen. Scorpius war schon immer der aus der Familie Malfoy mit dem gütigen und sensiblen Herz. Er hatte diese Eigenschaft von Astoria. Er war ein Kind, so wie man ein Kind kannte, mit kindlichen Gedanken, kein böses Blut. Hier, guck mal, Großvater, ich habe Bertie Botts Bohnen. Die sind ganz toll. Magst du was davon haben? Fragte Scorpius und hielt Lucius einige Bohnen vor die Nase. Dieser schaute diese angewidert an. Nein. Das ist eine widerwärtige Erfindung der Industrie, um unsere Körper zu vergiften. Das bringt dir dein Dad aber mit Sicherheit noch bei. Lucius warf Draco dabei einen Blick mit einer gehobenen Augenbraue zu und schaute streng. Stimmt das, Draco? Draco hasste es wie die Pest, wenn sein Vater seinen Namen so aussprach. Vater, ich entscheide immer noch selbst, was Scorpius essen darf und was nicht. Im Übrigen würde ich sowohl dich als auch gerne Mutter sprechen, verkündete Draco und stand auf. Scorpius, gehst du bitte mit Nobby spielen? Fragte Draco, woraufhin Scorpius sofort von Lucius Schoß aufsprang. Ich darf mit dir spielen! Rief Scorpius und rannte glücklich durch den Salon, um die Hauselfe zu suchen, als Lucius empört mit seinem Gehstock auf den Boden schlug. Die Hauselfe, die gerade aufploppte, erschrak und kauerte in sich zusammen, währenddessen Scorpius verwirrt stehen blieb und von Lucius zu Draco blickte. Nein! Hier im Haus Manor wird nicht mit Bediensteten gespielt, blaffte Lucius die Hauselfe an. Kusch, kusch, mach dich an die Arbeit, du faules, törichtes Ding. Scorpius beobachtete, wie Nobby mit seinen kleinen, verstümmelten Füßchen und hängenden Schultern zurück in die Küche lief. Stimmt, oh mein Gott, wie viele kleine Hauselfen auch mit Babys gespielt haben oder auf die aufgepasst haben. Nobby, geh mit Scorpius in den Garten und zeig ihm die Pferde, befahl Draco Nobby in seinem sanften Ton. Die beiden machten sich sofort auf den Weg nach draußen. Draco wandte sich zu seinem Vater, der verächtlich schnaubte. Bedienstete nennt man das nur, wenn sie bezahlt und nicht versklavt werden, Vater, sagte Draco neunmal klug und Lucius lachte höhnisch auf. Sohn, ich glaube, du warst zu lange in den Fängen der Greengrass. Draco lief an den Tisch und schlug mit der Faust so hart auf die Oberfläche, dass sein Vater etwas von seinem Sekt verschüttete. Was?
sagte Lucius, doch Draco unterbrach ihn zischend. Ich sag es dir ein letztes Mal, Vater. So redest du nicht über Astoria. Weder in meiner Anwesenheit noch in meiner Abwesenheit. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Und jetzt hol bitte Mutter! Und ich werde, oder ich werde es tun. Draco fixierte seinen Vater mit seinen eisgrauen Augen, die unfassbar wütend wirkten. Seit eh und je hasste Lucius Astoria. Doch dass er es nach ihrem Tod noch immer wagte, so über sie herzuziehen, würde er nicht mehr dulden. Lucius nippte unbeirrt an seinem Sekt und stellte das Glas arrogant ab. Deine Mutter will nicht gestört werden, wenn sie am Flügel sitzt, Draco, das weißt du doch. Ich bin der Herr im Hause. Wenn du etwas zu sagen hast, dann sag es mir jetzt. Deine Mutter wird von mir in Kenntnis gesetzt. Draco schaute seinen Vater an, der unnachgiebig blieb. Dann atmete er ergeben aus und setzte sich wieder zu seinem Vater an den Tisch. Es gab jetzt kein Zurück mehr. Na schön. Also, Vater, ich habe eine Frau kennengelernt. Ehe Draco weiterreden konnte, war es nun Lucius, der mit der Faust auf den Tisch schlug. Ich wusste es. Draco sah ihn skeptisch an. Du wusstest es? Woher? Fragte Draco ihn irritiert. Er wusste das und hatte bisher kein Wort gesagt? Du wirst sie nicht weiter treffen. Haben wir uns verstanden, Sohn? Blaffte Lucius Malfoy wütend an, Lucius Draco wütend an und dieser schaute absolut fassungslos auf seinen Vater. Vater, ich habe eben was gesagt. Woher wusstest du's? Und du weißt nicht mal wer. Deine Mutter hat den Zettel am Frühstückstisch gefunden. Oh nein! So eine Frau will ich nicht als meine Schwiegertochter haben. Draco fuhr sich übers Gesicht. Salazar. Er hatte vergessen, den Zettel von der Mine vom Tisch zu nehmen. Draco raffte sich. Er musste die Kontenance wahren. Ob ihr wollt oder nicht, Vater, ich möchte, dass ihr sie richtig kennenlernt. Auch wenn ihr sie nicht leiden könnt, aber versucht es wenigstens mir zuliebe. Lucius schaute seinen Sohn kopfschüttelnd an. Ich hätte dir mehr Geschmack zugetraut, Sohn. Deine Mutter und ich haben bereits eine andere Wahl getroffen. Wie kannst du dich uns widersetzen? Und das zum zweiten Mal. Draco lachte auf. Ich schätze, ich bin inzwischen alt genug, um meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Vater, sie ist nicht so schlecht, wie ihr von ihr denkt. Tut mir bitte den Gefallen. Ich diskutiere auch nicht. Nächste Woche Samstag kommen wir zum Essen. Ich verlasse mich auf dich und darauf, dass du ihr eine Chance gibst. Lucius stand auf und schritt mit seinem Gehstock auf seinen Sohn zu. Dabei fielen Draco seine leichten Falten auf seinem makellosen weißen Gesicht auf. Die eisgrauen Augen von Lucius schauten intensiv in die von Draco, während er leiser wurde. Sohn, bitte tu uns das nicht an. Diese Frau ist eine Schande. Sie ist eine Sprachlegasthenikerin. Okay, wer den Brief noch kennt. Draco schaut ihm ernst in die Augen. Vater, du weißt, du hast einiges aus der Vergangenheit gut zu machen. Ich bitte dich, meine Entscheidung zu akzeptieren. Ich würde den großen Schritt ungern ohne Mutter und dich gehen. Es ist mir wichtig, deine Unterstützung zu erhalten. Lucius schaute seinen Sohn entsetzt an. Meinte Draco das wirklich ernst mit Pansy Parkinson? Draco bemerkte den geschockten Blick seines Vaters und versuchte nochmal auf ihn einzureden. Sie ist absolut nicht dumm, Vater. Sie ist eine hochintelligente und gesellschaftlich anerkannte Frau. Tu es nicht für mich, tu es für Scorpius. Er mag sie. Lucius atmete tief aus. Sein Sohn hatte recht. Er hatte einiges wieder gut zu machen, aber dass Pansy Parkinson hochintelligent war, war gelogen von seinem Sohn. Nun ja, dann war das eben so. Er würde nachher Narcissa verkünden müssen, dass es doch nicht das Granger-Mädchen werden würde. Schade. Er hatte sich schon fast an den Gedanken gewöhnt. Na schön, Sohn, bring sie her. Ich gebe dem Ganzen eine Chance. Draco grinste verschmitzt. Danke, Vater. Ich schätze das. Wäre das okay für euch, wenn Scorpius bis 19 Uhr hierbleiben würde? Ich muss mich nochmal mit ihr treffen. Lucius nickte tonlos und setzte sich erneut auf den Schaukelstuhl, während Draco sich draußen im Garten von Scorpius verabschiedete, der sich begeistert wie die Pferde mit Nobby ansah. Nachdenklich nippte Lucius an seinem Sekt. Draco setzte sich in sein Auto und fuhr los. Er hatte noch etwas Zeit, ehe er sich mit Hermine treffen würde. Er spazierte alleine mit sich und seinen Gedanken.
Er hatte den ersten großen Schritt gewagt. Auch wenn seine Eltern den Zettel von Hermine gefunden hatten, sie wussten, dass sie es ist. Und es gab kein Zurück mehr. Dass es jedoch so einfach würde. Er hatte mit mehr Widerstand gerechnet. Draco lehnte sich an ein Geländer am Hafen und schaute auf den weiten See. Dabei stellte er sich vor, wie Hermine reagieren würde. Würde sie sich freuen? Würde sie überrascht sein oder würde sie das überhaupt mitmachen? Sich mit seinen Eltern an einen Tisch setzen? Im Manor? Wie auch immer. Draco hatte sich entschieden. Er wollte diese Frau um jeden Preis. Einige Minuten später, nachdem Draco das Schloss verlassen hatte, schritt Narzissa in den Salon. Das hast du fantastisch gemacht, mein ehrenwerter Gattin. Nee, nochmal. Das hast du fantastisch gemacht, meine ehrenwerte Gattin, lachte Lucius laut und verbeugte sich leicht vor Narzissa. Narzissa setzte sich lächelnd an den gedeckten Tisch und begrüßte Scorpius mit einem Kuss auf die Stirn. Was für eine Überraschung. Na, mein Liebling, geht's dir gut? Fragte Narzissa und Scorpius nickte lächelnd. Ja, Grandma, Dad kommt nachher wieder. Das ist ja schön, lächelte Narzissa und streichelte ihn mütterlich über den blonden Schopf. Aber Grandma, ich mag das nicht essen, sagte Scorpius und zeigte mit seinem kleinen Finger angewidert auf die Meeresmuscheln. Liebling, das ist kein Problem. Nobby oder Andy werden dir mit Sicherheit ein leckeres Sandwich machen, versprach Narzissa ihrem Enkel, der wieder strahlte und der Hauselfe in die Küche folgte. Lucius tupfte sich währenddessen den Mund mit einer Serviette ab. Wie wir schon geahnt haben, unser Sohn hat eine neue Frau, verkündete er trocken. Narzissa sah überrascht auf. Wusste er von Hermine? Was meinst du, Liebling? Lucius ließ die Serviette sinken. Unser Sohn bandelt mit Pansy Parkinson an. Ich bin auch nicht begeistert davon, aber wir werden dem eine Chance geben. Er hat sich für nächste Woche hierher eingeladen. Er hat sie für nächste Woche hierher eingeladen. Was sagst du da? Fragte Narzissa entsetzt. Das hat unser Sohn aber nicht gesagt mit Pansy, oder? Fragte Narzissa nach. Das konnte doch nicht sein. Das mit Pansy hatte sie doch nur erfunden, um Draco die Sache mit Hermine Granger leichter zu machen. Wie konnte es dann sein, dass Lucius Pansy erwähnte? Dieser wurde direkt pampig. Er sagte mir, dass wir Pansy Parkinson kennenlernen sollten, Narzissa. Und sie wird herkommen. Ende der Diskussion. Narzissa war irritiert. Sie wusste, dass hier etwas nicht stimmte. Liebling, er lernt Hermine Granger kennen. Das mit Pansy ist doch schon Vergangenheit, sagte Narzissa bestürzt. Nein, er hat ausdrücklich Pansy Parkinson gemeint. Wie kommst du auf die Granger? Das war doch unser Plan. Oder hat die Granger ihn auf die Wohltätigkeitsveranstaltung angesprochen? Fragte Lucius verärgert darüber, dass er verwirrt war. In dem Moment schlenderte Scorpius wieder in den Salon mit einem Sandwich hinein und setzte sich an den Tisch. Scorpius, hat dein Vater Kontakt zu einer gewissen Hermine Granger? Fragte Lucius und beide Malfoys schauten auf Scorpius, der mit Ängstlichkeit ängstlichen Augen aufsah. Scorpius erinnerte sich an die Worte seines Vaters. Er durfte nichts von Hermine verraten. Vielleicht würde sein Großvater Hermine nicht mögen. Deshalb schüttelte Scorpius langsam den Kopf. Narzissa war restlos irritiert und beugte sich zu Scorpius vor. Ist dein Dad also nicht verliebt in Hermine Granger? Fragte sie nochmal nach und Scorpius schüttelte noch einmal den Kopf. Nein, ich weiß nicht, wer das ist, Grandma, sagte er kleinlaut. Er musste lügen. Er hatte Angst, dass sie Hermine vielleicht nie wieder zu ihm lassen würden. Außerdem hatte er den Schlüssel des Geheimnisses weggeworfen. Er durfte seinen Dad nicht verraten. Narzissa schien nachzudenken. Wusste Scorpius tatsächlich nichts von Hermine Granger? Aber wie konnte das sein? Es stand ja auf dem Zettel. Oder vielleicht hatte Draco nur eine kurze Affäre mit dem Granger-Mädchen und ist tatsächlich mit Pansy Parkinson. Es ist seltsam. Nachdem sie alle stillschweigend gegessen hatten, lief Scorpius erneut in den Garten mit Nobby. Lucius fand seine Stimme wieder. Narzissa. Wir müssen das akzeptieren. Vielleicht macht die Parkinson ja einen Sprachkurs. Lass uns dem eine Chance geben. Immerhin ist sie im Endeffekt trotzdem eine Reinblüterin. Vielleicht sollte es so sein. Narzissa blieb schweigsam und sagte nichts dazu. Es war seltsam, dass Scorpius es verneint und Hermine gar nicht kannte. Ein kleines Kind konnte seine Großeltern nicht anlügen. Scorpius hatte ein zu sanftes Herz.
Scorpius lief mit Nobby hinaus unter dem Vorwand, dass er wieder die Pferde ansehen wollte. Du? Nobby? Sagte Scorpius zu der Hauselfe, die neben ihm hier herlief. Ja, Mr. Malfoy Junior? Piepste Nobby und stellte sich aufrecht hin. Bitte, du darfst nichts von Hermine verraten, ja? Großvater darf das nicht erfahren, ja? Weil sie mögen Hermine nicht und ich will nicht, dass Hermine traurig wird, sagte Scorpius leise. Nobby steckte in einem Zwiespalt. Aber wenn Nobby lügt, dann bekommt Nobby Prügel von dem Meister, sagte Nobby ängstlich. Er sah sich hektisch um und buddelte anschließend schnell ein Loch ins Gras, um sich selbst zu bestrafen. Bitte, Nobby! Bitte, Nobby! Scorpius zog mit aller Kraft an Nobbys Arm. Nein, Nobby, du darfst dir nicht wehtun. Ich bin doch dein Freund, bat Scorpius und Nobby hob sofort seinen Kopf. Nobby und Mr. Malfoy Jr. sind Freunde? Fragte der Hauselfe mit großen Augen. Scorpius nickte eifrig. Du bist mit Albus zusammen mein allerbester Freund, sagte er und setzte sich aufs Gras. Nobby setzte sich ebenfalls im Schneidersitz hin und sah glücklich zu Scorpius. Nobby wird das Geheimnis für immer für sich behalten. Nobby wird dafür sorgen, dass sie Hermine Granger nicht wehtun. Scorpius lächelte. Danke, Nobby.